Ja, willkommen zu diesem TechView Spezial. Es geht um, wie man es hier auch sehen kann, PCBSD 9. Die Beta 2 ist gerade eben erschienen und ich habe mir die direkt heruntergeladen und will euch die mal vorstellen. Ist ja schon was länger her, dass ich PCBSD vorgestellt habe. Eine spezielle auf FreeBSD basierende Version, die eben für Desktop-Nutzer geeignet ist und früher jedenfalls standardmäßig auf dem KDE-Desktop aufgebaut hat. Das soll sich jetzt mit Version 9 geändert haben. Und hier sehen wir auch schon den Installer, der sich auch ein wenig geändert hat. Der ist nämlich jetzt universal geworden, so dass es jetzt keine KDE-Komponenten mehr im Installer gibt, so dass der Installer dann auch unabhängig von dem KDE-System genutzt werden kann. Das heißt, PCBSD öffnet sich jetzt und ihr könnt auch den ganz normalen GNOME-Desktop, XFCE-Desktop oder sogar LXDE-Desktop installieren. Und das wollen wir mal machen, indem wir hier zunächst einmal natürlich unsere Sprache auswählen. Dann lädt das Programm kurz neu. Und das ist quasi die Installations-DVD, die ich mir heruntergeladen habe, der Beta 2, die das System dann einfach nur auf die Festplatte installiert. In dem Fall ist es eine virtuelle Maschine. Und das System selber benötigt dann natürlich, ich würde schon sagen, so 5 GB Speicher braucht ihr, damit das Ganze dann ordentlich auf die Festplatte gebracht werden kann. Und ich würde auch vorschlagen, mindestens 256 MB Arbeitsspeicher zu benutzen, damit das Ganze dann auch ordentlich und flott läuft. Eine Besonderheit von PCBSD, die natürlich auch im Unterschied zu den Linux-Versionen oder Linux-Distributionen steht, ist natürlich, es handelt sich um einen BSD-Kernel oder einen BSD-Kern, wie man es auch auf Deutsch aussprechen würde. Und dieser Kern, der hat natürlich einige Unterschiede zu dem Linux-Kernel, nämlich dadurch, dass eben andere Treiber verwendet werden teilweise und dass auch andere Dateisysteme verwendet werden können. Und eines dieser Dateisysteme ist ZFS. Allerdings gibt es hier mit dem System auch eine, ja, quasi Voraussetzung, eine Warnung, dass man ZFS nur einsetzen soll auf Systemen eben, die 64-Bit sind und mindestens 4 GB RAM haben, denn das System, das Dateisystem selber frisst schon ordentlich eine Menge an Leistung. Und wer das nicht haben möchte, sollte auf das herkömmliche Unix-Dateisystem UFS zurückgreifen. Ihr seht, ich habe jetzt hier mal die Sprachauswahl und die Zeitzone eingestellt. Muss jetzt hier nur noch mein Tastaturlayout einstellen. Ich habe gerne Deutsch mit Eliminate Dead Keys, also No Dead Keys, und mein Tastaturmodell ist ein 105er Key. Machen wir mal weiter. Jetzt haben wir hier die Möglichkeit, und das ist auch neu, glaube ich, seit der letzten Version von PCBSD, dass man entweder ein PCBSD-System einrichten kann. Das heißt, mit all den Besonderheiten, dem Desktop natürlich, auch dem Paketmanagement-System, das sich PBI nennt. Oder man kann auch ein FreeBSD-System einrichten. Das heißt, wenn ihr FreeBSD ausprobieren wollt und seid jetzt ja gescheitert, weil der Installer ja immer noch auf Text basiert und nicht so einfach zu handeln ist, für den kann ich euch PCBSD auch empfehlen, denn ihr habt die Möglichkeit, auch ein ganz normales FreeBSD hier einzurichten. Falls ihr zum Beispiel einen Server einrichten wollt, könnt ihr das natürlich hier machen. Ich lasse aber die vorausgewählte PCBSD-Variante. Dann habe ich natürlich auch wieder die Möglichkeit auszuwählen, ob ich von DVD oder USB das Ganze installieren möchte oder aus dem Netzwerk. Ich denke hier, die DVD-Variante ist ein bisschen was schneller. Hier kann ich jetzt die Festplatte einrichten. Es gibt einen fortgeschrittenen Modus, wo ihr dann die verschiedenen Partitionen einrichten könnt. Anders als man es bei Linux kennt, werden hier nicht direkt verschiedene Partitionen eingerichtet, sondern es wird so ein sogenannter Slice eingerichtet. Das heißt, eine Partition wird quasi von außen, also von extern, sieht man nur eine Partition, die wird eingerichtet und auf dieser Partition werden dann unterschiedliche Aufteilungen gemacht, wie zum Beispiel /usr oder /home oder sowas, wobei Home gibt es in dem Fall hier ja nicht, sondern das ist ja alles unter /usr zu finden, in dem Fall bei BSD-Systemen. Ihr habt allerdings dann auch die Möglichkeit, hier auch den Assistenten die komplette Festplatte direkt verwenden zu lassen. Der teilt dann automatisch das Wichtigste auf. Also er erstellt eine Partition für Swap, er erstellt eine Partition für USR, also für das USR-Verzeichnis. Und
Ihr könnt dann einzig und allein hier das Dateisystem auswählen. Wie gesagt, das Standarddateisystem ist UFS und für die Leute, die jetzt 64-Bit haben und 4 GB RAM, die können auch das ZFS-Dateisystem benutzen. Ich würde allerdings das UFS-Dateisystem bevorzugen in dem Fall. Ein neuer Punkt, den ich jedenfalls vorher noch nicht gesehen hatte in den Versionen, ist, dass es die Möglichkeit besteht, jetzt die Nutzerdaten zu verschlüsseln. Das heißt, es verschlüsselt in dem Fall, ihr seht es hier, die USR-Partition oder das ZFS-Spool, je nachdem, was für ein Dateisystem wir verwenden, wird dann hier gemacht. Und wir haben auch die Möglichkeit, noch eine Partitionierung vorzunehmen mit GPT, einem speziellen Partitionierungstool, falls wir das wollen. Gerade hier seht ihr für die EFI-Partitionierung sehr, sehr wichtig. Das heißt, falls ihr EFI benutzen wollt, unter MacBooks ist das zum Beispiel weit verbreitet und kein BIOS habt in eurem Computer, wird das hier auch direkt unterstützt. Ich glaube, eine Sache, die sehr, sehr gut ist. Gut, wir lassen das erstmal so, wie es ist, sagen hier weiter. Jetzt müssen wir hier unseren Benutzer einstellen, unser Systempasswort erstmal festlegen. Das heißt, es gibt einen Root-Benutzer. Das wird auch PCBSD nicht so schnell ändern und das Ganze mit Sudo zuklatschen, wie es zum Beispiel Ubuntu oder auch OpenSUSE teilweise machen. Allerdings, OpenSUSE hat ja auch den Root-Benutzer. Das heißt, hier wird auch der Root-Benutzer benötigt und neben dem Benutzer eben für administrative Aufgaben den zu verwenden. Gut, dann machen wir hier auch mal einen Benutzer-Account, den wir anlegen. Als Standard-Shell kann man hier auch was einstellen. Standardmäßig ist C-Shell eingestellt, die gefällt mir nicht so richtig. Da ich auch der Linux-Welt eher komme, will ich hier eher doch die Bash auswählen. Ihr könnt aber auch die ZSH auswählen, falls euch das eher gefällt, für die Leute, die eher noch bessere Features in ihrer Shell-Umgebung brauchen. So, Benutzer hinzugefügt, ich kann jetzt auf Weiter klicken, habe dann die Möglichkeit hier einzurichten und das ist das Neue, was hinzugekommen ist, die ja, verfügbaren Pakete, die ich einrichten kann in dem Fall. Ihr seht Desktops, da wird schon einer ausgewählt, standardmäßig der KDE Desktop. Ich habe allerdings auch die Möglichkeit, den GNOME Desktop auszuwählen und kann sogar einige Komponenten hier auswählen vom GNOME Desktop, die ich haben möchte und nicht haben möchte. Also GNOME Net oder GNOME Games oder GNOME Accessibility kann ich zum Beispiel abwählen, falls ich den GNOME Desktop haben möchte, aber ohne Accessibility oder sowas. Der KDE 4 Desktop wird standardmäßig ausgewählt hier. Es wird mitgeliefert in KDE 4.6.5. Ob sich das jetzt bis zur finalen Version ändern wird auf KDE 4.7, kann ich noch nicht sagen. Allerdings würde ich mal sagen, KDE 4.6.5 ist doch schon eine Ecke stabiler als das KDE 4.7 noch. Und deshalb denke ich mal, wird es auch 4.6.5 hier mit ausgeliefert. Man kann auch LXDE auswählen als Plattform oder XFCE. Ich werde jetzt mal KDE abwählen und XFCE auswählen und will mal gucken, wie das hier aussieht. Und dann gibt es auch die Möglichkeit, noch XFCE-Plugins abzuwählen, falls ihr das nicht installieren möchtet. Das sind so die Desktops. Dann gibt es hier noch Development-Tools, die man einrichten kann für Qt zum Beispiel, aber auch für VCS. Das lassen wir mal weg. Wir können hier Base L18N-Pakete, Lokalisierungspakete mit installieren. Das wollen wir natürlich machen, weil wir ja auch die deutsche Unterstützung haben wollen. Hardware-Treiber lassen sich auch speziell einrichten. So können wir hier direkt auswählen, ob wir den HP-Lib-Treiber für viele HP-Drucker wird er benötigt, ob wir den installieren wollen direkt oder Handheld-Treiber, ob wir die installieren wollen und auch Programme dazu. Und wir können sogar den proprietären NVIDIA-Treiber mit installieren, falls wir das wollen. Dann gibt es hier unter MISC noch weitere Sachen. Wenn wir zum Beispiel ein Media Center einrichten möchten, dann können wir hier MIFTV oder XMBC auswählen, XBMC auswählen. Und so könnt ihr zum Beispiel, falls ihr einen Server aufbaut oder sowas oder ein Media Center PC aufbauen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit, die beiden auch auszuwählen oder eins von beiden auszuwählen. Dann gibt es hier noch Unsupported Desktops. Das sind im Grunde genommen Fenstermanager, wie zum Beispiel Window Maker, Scrot VM, den ich überhaupt noch gar nicht kenne. IceVM und Awesome. Awesome kenne ich ja auch. Und das sind zumeist Tiling Window Manager. IceVM und Window Maker sind so prähistorische Window Manager, würde ich mal sagen. Die kann man hier auch zur Installation auswählen. So, wenn ihr das gemacht habt, könnt ihr hier einfach weiterklicken. Dann könnt ihr noch auswählen, was für Komponenten noch verfügbar sein sollen. Soll zum Beispiel die FreeBSD Ports Collection zur Verfügung stehen und soll zum Beispiel das FreeBSD System Source zur Verfügung stellen. Und da kann man was auswählen. Wenn wir zum Beispiel die Ports Collection haben wollen, kann man einfach sagen, ja, wollen wir haben oder wollen wir nicht haben. In unserem Fall wollen wir die erstmal nicht haben.
können dann auch weiterklicken, kriegen dann nochmal eine Zusammenfassung, was jetzt alles gemacht wird. Ihr seht dann jetzt auch, die Festplatte wird nach folgender Konfiguration aufgeteilt: 2 GB für den Root, 512 MB Swap, 2 GB für Slash var und 500 MB für Slash user. Und folgender Benutzer wird noch ausgewählt und das wird hier alles installiert. Klicken wir auf Weiter, können wir mit der Installation beginnen und dann fährt quasi die Installation fort und es wird alles auf die Festplatte kopiert, im Grunde genommen die Festplatte eingerichtet natürlich. Und dann machen wir, denke ich mal, mit der nach der Installation weiter und dann werde ich euch noch einige Einblicke in PCBSD 9.0 Beta 2 zeigen. So, nachdem das System installiert wurde, das dauert etwa 30 bis 35 Minuten, je nachdem, wie schnell eure Festplatte ist und ob ihr das auf einem richtigen PC oder eben auf einer virtuellen Maschine installiert, fährt das System auch schon hoch. Ihr seht das hier gerade. Und es müsste gleich auch in die grafische Oberfläche hochfahren und mir einen Anmeldedialog bieten. Hoffen wir mal, dass das auch noch kommt. Ja, da steht gerade Please wait. X ist gerade dabei zu starten. Da sehen wir auch schon mal den typischen grafischen X-Desktop. Und da haben wir auch schon das PCBSD 9 Isotope Edition, die Beta 2 also. Zusammen installiert mit XFCE in dem Fall, also das allererste Mal, dass es jetzt auch eine Desktop-Möglichkeit gibt, die nicht KDE oder KDE 4 heißt, sondern man kann jetzt hier auch verschiedene Desktops auswählen. Und ich will euch auch in dieser Bootphase dann auch erzählen, was das System so besonders macht, nämlich dass es im Gegensatz zu FreeBSD auf einer eigenen Art von Paketmanagementsystem basiert, das PBI-System oder PBI-System, das im Grunde genommen nichts anderes darstellt als ja, vorkompilierte Pakete, gepackt zusammen mit allen Abhängigkeiten, die das Programm, was dort ausgeliefert wird, benötigt, damit es lauffähig ist. Da würden jetzt viele sagen, uch, das klingt so nach Windows. Ja, da hat man sich auch orientiert dran, an den Windows-Installern quasi und will das dann auch hier sehr, sehr einfach ermöglichen, dass man einfach ein Paket runterlädt, doppelklickt und das ganze Paket installiert sich und man kann es dann auch starten. Man muss nicht irgendwelche zusätzlichen Pakete nachladen, sondern alles ist bereits mit an Bord. Das ermöglicht natürlich auch, dass man Firefox 3 neben dem Firefox 6 zum Beispiel installieren kann, ohne dass sich die Bibliotheken in die Quere kommen. So, aber dazu werde ich euch gleich noch mehr zeigen. Jetzt erst einmal hier der grafische Bildschirmeinstellungsdialog, wo wir erst einmal sehen können, okay, wir haben eine VirtualBox Graphics Adapter installiert, ein unbekannter Monitor. Wir können jetzt hier die Auflösung einstellen. Ich schaue mal gerade, ob meine Auflösung 1280x800 ist möglich. Also dann haben wir eine native Auflösung. Klicken wir mal auf Übernehmen. Und dann müsste jetzt auch die ganze Breite des Desktops übernommen worden sein. Und dann können wir gleich FreeBSD bzw. PCBSD dann in voller Auflösung benutzen. Ihr seht, das hat nicht ganz geklappt. Dann bleiben wir doch bei der 1024er Auflösung. Das scheint mir da die richtige Wahl zu sein. Vor allen Dingen deswegen auch, weil wir keinen speziellen Grafikkartentreiber für jetzt diese VirtualBox-Grafikkarte haben, sondern eben nur den VESA-Treiber benutzen können. Und wenn wir dann den grafischen, ich kann mal schauen, was es hier für Treiber gibt noch für Grafikkarten. Ihr seht, neben der VESA-Grafikkarte gibt es noch ATI 3D mit 3D-Effekten enabled, Intel und mit 3D-Effekten enabled, Mach 64. Für Nvidia-Karten gibt es noch NV, für Radeon-Karten R128, Radeon HD gibt es noch und Open Chrome. Das heißt, bleiben wir erstmal bei VESA. Es gibt noch erweiterte Einstellungen, wo so können wir hier noch den Bildschirm, wenn wir einen Röhrenmonitor oder sowas haben, noch die horizontale Bildfrequenz und die vertikale Bildfrequenz einstellen. Ich finde diesen Einstellungsdialog sehr gelungen, weil man auch hier Dual-Head-Unterstützung aktivieren kann und auch automatisch die XOR-Conf schreiben lassen kann
für eben diese Dual-Monitor-Unterstützung. So, wir lassen das erstmal so, wie es ist. Es wird nochmal kurz getestet, ob die Auflösung in Ordnung ist. Dann wird auch direkt die Xorg-Konfigurationsdatei generiert. Also es erinnert so ein wenig an, vielleicht von OpenSUSE her bekannt, das SAX2, was auch Xorg-Conf-Dateien generiert hat. Und wir wollen jetzt das ganze System natürlich starten zum Desktop. Dazu kommt sicherlich jetzt erst einmal, okay, eine Fehlermeldung. Das war natürlich nicht gewollt. Der Anmeldebildschirm ist natürlich noch eine Beta-Version, deshalb kann man das verzeihen, solche kleinen Fehlermeldungen oder das ein oder andere, ja, etwas langsamere Reagieren des Systems. Dafür hat sich allerdings sehr viel getan, was jetzt auch die Systemtools angeht. Das werden wir sicherlich sehen. Wir sehen einen GDM3 Anmeldedialog, wo wir uns ganz normal anmelden können zu unserer XFCE-Sitzung. Das wollen wir dann auch machen. Und dann wollen wir uns nochmal anschauen, wie. Na, das Passwort falsch eingegeben, dann passiert natürlich auch sowas. Wollen wir uns mal anschauen, wie der XFCE-Desktop zum Beispiel aussieht. Denn das ist das erste Mal, wie bereits schon mehrmals erwähnt, dass eben neben KDE 4 auch andere Desktops unterstützt werden. Zum PBI-System noch einmal. Es erlaubt es euch also einfach Programme herunterzuladen, per Doppelklick zu installieren. Das Neue bei PCBSD 9 ist, dass die Bibliotheken, die mitgeliefert werden, nicht immer auch benutzt werden müssen. Wenn ihr zum Beispiel Firefox runtergeladen habt und dann Thunderbird installiert und die benutzen ja die gleichen Bibliotheken, dann wird der Overhead der Bibliotheken, wenn also schon erkannt wird, wir haben ein Programm, was die Bibliotheken ausliefert, die ein anderes Programm auch benötigt, dieser Overhead wird reduziert, indem einfach nur einmal auf diese Bibliotheken zugegriffen werden kann. Das funktioniert also wunderbar. So, willkommen zu PCBSD. Dann kriegen wir hier auch einen Einstellungsdialog, einen ersten Assistentendialog. Der ist allerdings noch auf KDE aufgesetzt hier und zeigt uns, präsentiert uns noch die Informationen, die für KDE wichtig sind. Der XFCE-Desktop scheint eingerichtet zu sein. Irgendwie fehlen mir allerdings die Leisten. Das heißt, dieser Einstellungsdialog hat wohl nicht so richtig funktioniert. Dann wollen wir mal schauen, ob wir hier die Möglichkeit finden, noch eine Leiste einzurichten, damit ich euch die Standardprogramme zumindest ein wenig vorstellen kann. Dazu gehen wir hier auf Einstellungen und wählen dann hier Leiste aus. Dann kann man sicherlich. Achso, das ist abgestürzt, ganz einfach. Okay, das XFCE4-Panel scheint also abzustürzen. Ich kann euch die Anwendungen trotzdem zeigen, die mitgeliefert werden. Unter Anwendungen haben wir hier unter Büro ganz normal einen PDF-Viewer, in dem Fall den ePDF-Viewer. Wir haben Orange als Kalender und Weltzeit. Unter Grafik haben wir die Bildbetrachtungssoftware Ristretto. Unter Multimedia haben wir relativ wenig, nur die Lautstärkeregelung und XFBurn. Also da würde ich mir wünschen, dass gerade auch, wenn man einen XFCE-Desktop jetzt auswählt, dass zumindest der volle Funktionsumfang dann auch installiert wird, zusammen mit zum Beispiel einem Videoplayer und einem Audioplayer. Unter Netzwerk haben wir Midori als Standard-Webbrowser. Den kann ich ja mal starten. Das ist eine sehr, sehr schlanke, auf WebKit basierende Browseroberfläche. Okay, da sind noch ein paar Fehlerchen. So sieht das Ganze aus. Ist sehr, sehr schlank und sehr, sehr schnell und sehr, sehr flott. Gehen wir mal auf die TechView Podcast-Webseite. Und schauen wir mal, wie schnell das lädt. Und das ist relativ flott, wie wir hier sehen. Und wir haben auch die Möglichkeit, hier Sachen herunterzuladen, beziehungsweise auch anzuklicken. Ich glaube, HTML5-fähig sollte der Browser auch sein. Ja, es öffnet sich der HTML5-Player. Und wir hören jetzt im Hintergrund die Musik, auch wenn hier die Grafik ein wenig verbuggt ist. Kann man es starten und stoppen, wenn man denn es schafft, diese kleine Leiste anzuklicken. Also hier muss ich noch was tun, aber für eine erste Beta-Version macht es zumindest einen guten Eindruck, dass der Webbrowser ordentlich funktioniert.
Unter System gibt es dann hier einige Systemeinstellungen. Neu hinzugekommen bei PCBSD 9 ist halt die Standard-PCB-Control-Panel-Einstellung, die für alle Desktop-Versionen, die PCBSD unterstützt, ausgeliefert wird. Die sieht so aus, orientiert sich natürlich sehr, sehr stark auch an das, was man von KDE her kennt. Verschiedene Kategorien, wo man dann verschiedene Programme aufrufen kann, wie zum Beispiel hier die Ports Jail, lassen sich installieren. Eine schöne Sache für die vielleicht, die es noch nicht kennen. Jails sind im Grunde genommen sowas wie CH-Root-Umgebungen, also abgeschottete eigene Systemumgebungen, und die Ports Collection von FreeBSD lässt sich in so einer abgeschotteten Umgebung einfach hinein installieren, und so lassen sich dann auch Programme ausprobieren, viele verschiedene Programmversionen nebeneinander ausprobieren. KDE 4.6.5 und KDE 4.7 zum Beispiel lässt sich da ausprobieren, oder Programme aus den verschiedenen Versionen lassen sich da wunderbar mit den Ports Jail einrichten. Dann gibt es das sogenannte App Café, was eine Art App Center ist im Grunde genommen für diese ganzen PBI-Pakete. Das heißt, so eine Art Software-Manager, wo man sich die ganzen PBI-Pakete herunterladen kann und installieren kann, wenn man sich nicht selber diese PBI-Pakete dann selber irgendwo anschauen möchte und herunterladen möchte. Als Programmdateien lässt sich das hier automatisch machen. Ihr seht, es ist noch auch im Aufbau befindlich. Hier wird im Grunde genommen nur eine Webseite angezeigt, und wir haben jetzt die Möglichkeit, hier zwischen Kategorien auszuwählen. Ich möchte zum Beispiel einen Videoplayer installieren. Lasst mich mal suchen. Hier müsste ja doch irgendwas mit Video oder Multimedia zu finden sein. Aber etwas zu weit gescrollt. Hier haben wir Multimedia. Klicke ich da drauf, habe ich die Möglichkeit, Audacious zum Beispiel als Musikplayer nachzuinstallieren. Oder den Gnome M-Player, den will ich mal installieren. Klicke hier auf Herunterladen, kriege natürlich hier Informationen zunächst einmal zu dem Player, die Lizenz. Dann kriege ich auch noch Informationen, ob Rootrechte, also ob Administrationsrechte benötigt werden, um diesen Player zu installieren. Das ist auch ein schöner Vorteil von den PBI-Paketen. Wir können einfach Pakete auch installieren, ohne dass man Rootrechte benötigt, weil die werden einfach lokal einfach abgelegt unter meinem Benutzer, und ich habe dann die Möglichkeit, das Programm zu installieren. Auch schön, es wird automatisch die richtige Plattform ausgewählt, in dem Fall AMD 64, weil ich die 64-Bit-Version hier habe. Und will das Ganze runterladen, dann wird hier der Runterladassistent aktiviert, und er zeigt mir nicht nur die heruntergeladenen Applikationen oder den Status an fürs Herunterladen, sondern er zeigt mir dann auch die schon bereits installierten Pakete an und ermöglicht mir auch ein automatisches Updaten, indem ich hier einfach auf Update klicke, um dann halt eben das Paket zu updaten. Gut, lassen wir das mal im Hintergrund laufen, können wir es gleich mal starten. Weiterhin gibt es den Service Manager, der erlaubt euch verschiedene Dienste zu starten. Es gibt den System Manager, den möchte ich auch mal aufrufen, um euch zu zeigen, wie das aussieht. Da müssen wir natürlich unser Passwort eingeben. Und dann müsste der Systemmanager auch schon starten. Da kriegt ihr erstmal allgemeine Informationen zum PCBSD-System selbst. Einmal die Versionsnummer natürlich, dann die Basisversion. Es basiert auch auf FreeBSD 9. Das heißt, die Versionsnummern von PCBSD, die sind im Grunde genommen fast gleich mit denen von FreeBSD. Wir sehen jetzt hier eine Fehlermeldung bei der Installation des GNOME M-Players. Möglicherweise muss es manuell aktualisiert werden. Schauen wir mal kurz. Es wurde also installiert, nur es muss wahrscheinlich dann manuell aktualisiert werden. Das heißt, eine automatische Aktualisierung ist nicht möglich. Das Programm ist installiert, wir können es also gleich ausführen. Ihr seht dann hier noch grundsätzliche Informationen, CPU-Typ, Systemspeicher. Wir haben die Möglichkeit, ein Diagnoseblatt zu erzeugen von unserer Hardware, falls irgendwas nicht funktioniert, Soundkarte oder sowas. Soundkarte haben wir gerade, als wir das Musikstück im Browser abgespielt haben, gehört, dass die funktioniert. Also das funktioniert schon mal. Wir haben die Möglichkeit, Spiegelserver auszuwählen. Das ist auch sehr lustig, wenn ihr zum Beispiel hier den falschen auswählt, oder wie in dem Fall hier ist jetzt der Standardserver ausgewählt. Dann kann es manchmal sein, dass es tatsächlich sehr, sehr lange dauert, um solche Pakete runterzuladen. Aus dem Grund kann man einfach hier einen Spiegelserver auswählen, der zum Beispiel in Deutschland sitzt, hier Germany, Esslingen. Dann funktioniert das Herunterladen auch schon deutlich schneller. Systempakete, hier sehen wir noch einmal diesen Dialog, den wir auch schon während des Setups hatten, wo wir dann Systempakete nochmal auswählen können. Das heißt, wir können nachträglich auch einfach mal einen KDE-Desktop installieren oder einen LXDE-Desktop oder auch einige Window-Manager, wie wir das eben haben wollen.
Unter Aufgaben haben wir noch spezielle Aufgaben, die wir durchführen können. Wir können zum Beispiel den Port Tree ziehen, der wichtig ist eben für diese Ports Collection, um diese Ports Collection zu nutzen, die eben das FreeBSD-System so berühmt gemacht hat. Das sind im Grunde genommen ja eine Anleitung neben dem Source Code eines Programmes selber. Und so hat man die Möglichkeit, mithilfe dieser Anleitung ganz einfach den Quellcode zu übersetzen und ein fertiges Programm aufzubauen. Und dieses Ports Collection System wird zum Beispiel auch von Linux-Distributionen wie zum Beispiel Gentoo in einer abgewandelten Form benutzt und ist sehr, sehr mächtig, wenn es darum geht, halt eben vom Quellcode aus direkt die allerneuesten Programme zu bauen. Dann gibt es hier noch Systemaufgaben, wie zum Beispiel das Abrufen der Systemsourcen. Falls ihr zum Beispiel irgendeinen Treiber bauen wollt und ihr braucht die Systemsourcen von FreeBSD, könnt ihr das hier einfach herunterziehen und die Systemporttree könnt ihr auch herunterziehen, falls ihr wirklich im System was ändern wollt. Unter Verschiedenes gibt es dann noch die Möglichkeit, den Bootscreen zu ändern. So können wir zum Beispiel den Splash-Screen anzeigen lassen, falls wir das wollen. Wir haben sogar die Möglichkeit, die Sprache noch einzustellen für diesen Splash-Screen und wir können einen benutzerdefinierten Splash-Screen auswählen. Das also die Möglichkeiten des PCB-System-Konfigurations-Centers, System-Managers im Grunde genommen. Es gibt dann noch eine Aktualisierungsverwaltung, können wir auch mal draufklicken und schauen uns die Aktualisierungsverwaltung an. Die sieht auch relativ simpel aus. Es wird einfach nach Updates gesucht. Die Updates werden hier aufgelistet und wir können dann spezielle Updates auswählen, die wir installieren wollen. Oder wir können einfach alle Updates auf einmal installieren. Das klappt also auch wunderbar. Schließen wir das einmal. Der User Manager erlaubt es uns, neue Benutzer anzulegen. Das ist auch ein spezieller Manager, der so aussieht, also auch ein Manager, der bei allen drei oder vier Desktop-Varianten gleich aussieht, wo wir dann einfach einen neuen Benutzer hinzufügen können, das Administrator-Passwort ändern können oder auch in der erweiterten Ansicht auch die Gruppen sehen können, die wir bearbeiten können. Ich finde das eine gelungene Sache und schön, dass es das auch in dieser Ausführlichkeit gibt. Dann gibt es diesen Display Manager, den haben wir ja bereits gesehen, um unsere Grafikkarte einzurichten, um unsere Auflösung des Monitors einzurichten und so weiter und so fort. Daneben noch den Druckdialog, basierend natürlich auch auf CUPS, dem ja Common Unix Printing System, was wir alle ja kennen und lieben. Mithilfe des Druckerassistenten haben wir natürlich die Möglichkeit, jegliche Drucker einzurichten. Ihr seht, das ist der übliche Dialog in dem Fall von dem GNOME-CUPS-Dialog, wie heißt das Programm, System Config Printer, und da haben wir die Möglichkeit, einfach einen Drucker einzurichten. Tastatur und Maus lassen sich auch einstellen. In den Mauseinstellungen möchte ich aus Interesse mal reingehen. Das sind in dem Fall jetzt die XFCE4 Mauseinstellungen, die hier angezeigt werden. Das heißt, es wird auch jeweils der native Desktop erkannt und die nativen Einstellungsmöglichkeiten werden auch aufgerufen. Wie das jetzt bei LX.de aussieht, müssen wir mal schauen. Ich glaube, da wird auch einfach nur LX Input aufgerufen. Dann auch sehr nützlich natürlich Netzwerkeinstellungen. Hier haben wir die Möglichkeit, spezielle Netzwerkeinstellungen zu machen, denn anders als bei Linux-Systemen verwenden wir hier keinen Network Manager. In dem Fall jedenfalls nicht diesen Network Manager, den man von Linux her kennt, sondern man verwendet einen eigenen Netzwerk Manager. Das ist dieser hier und der ermöglicht halt eben die Konfiguration von auch WLAN-Netzwerken und auch die erweiterte Konfiguration von 3G oder PPP-Verbindungen, drahtlosen Verbindungen. Also falls ihr über UMTS oder sowas hineingehen wollt, habt ihr hier die Möglichkeit auch, das mit Hilfe dieses Netzwerkmanagers zu machen. Proxy-Einstellungen sind auch direkt möglich. Das finde ich eine super Sache, dass das hier auch direkt möglich ist. So kann man natürlich auch alle die Proxy-Einstellungen des Desktops oder falls sie nicht vorhanden sind, wie bei LX.de zum Beispiel, einfach umgehen, indem man das hier im Netzwerkmanager direkt einstellen kann. Dann gibt es noch einen Firewall-Manager, der natürlich auch sehr, sehr nützlich ist, falls man zum Beispiel ein Serversystem aufsetzen möchte. Da macht es natürlich auch Sinn, eine Firewall zu starten. Standardmäßig wird sie auch gestartet und wir haben hier ganz einfache Regelmöglichkeiten. Einträge können wir hinzufügen für bestimmte Regeln, für bestimmte Dienste. Hier sind schon einige Dienste voreingestellt und das ist also ein sehr, sehr mächtiges Tool, falls wir zum Beispiel einen Server einrichten wollen. Dann gibt es hier Desktop-umgebungsspezifische Einstellungen. Das sind meistens auch die, die wir von XFCE jetzt hier kennen oder wenn es GNOME wäre, dann von GNOME her kennen würden. Dann auch eine Möglichkeit, weitere Werkzeuge einzustellen, einzurichten, zum Beispiel eine Adobe Flash Player, der standardmäßig auch mit installiert wird. Schauen wir gerade mal, indem wir den Webbrowser öffnen, in welcher Version das Ganze denn installiert ist.
Das sollte ja eine sehr aktuelle Version sein. Den Adobe Flash Player gibt es übrigens nicht nativ für FreeBSD oder PCBSD, sondern es wird eine Linux-Emulation im Grunde genommen durchgeführt. Das Interessante dabei, das funktioniert relativ gut. Nun ja, das funktioniert in dem Fall nicht. Ich kann jetzt keine Plugins anzeigen, keine Plugins-Version. Deshalb gehen wir mal auf die Adobe Flash Testseite. Standardmäßig eingerichtet ist hier übrigens DuckDuckGo als Suchmaschine, also auch etwas außergewöhnlich. Dann schauen wir mal, was für eine Flash Player-Version wir hier haben. Okay, der Browser hat doch einige Probleme. Gehen wir mal auf Test Your Flash Player. Das heißt, der Flash Player wird hier gerade nicht unterstützt. Ist wahrscheinlich ein Bug, lässt sich wahrscheinlich beheben, indem man einfach ein Paket nachinstalliert. Dann kann man auch den Flash Player genießen, aber es sollte auch Version 10.3 sein, also die äquivalente Version, die wir unter Linux hier haben. 10.3.183.7, das müsste also die aktuellste Version sein. Die sollte hier auch mitgeliefert werden, weil eben auf die Linux-Version, auf das Linux-Plugin einfach zurückgegriffen wird. Gut, ich habe über App Café jetzt ein Programm installiert, das möchte ich jetzt mal starten, um euch zu zeigen, dass das funktioniert. Es hat sich doch hoffentlich installiert oder Multimedia finde ich es gerade nicht. Versuchen wir es mal direkt auszuführen, GNOME Mplayer. Aber er scheint tatsächlich nicht installiert worden zu sein. Gehen wir nochmal in App Café rein und schauen, was das Problem war. Auch sehr nett gemacht ist natürlich die Möglichkeit, hier die Paketquellen einzurichten. Da gibt es jetzt die offiziellen PCBSD-Repositories im Grunde genommen. Wir können allerdings auch die Paketquellen noch neu hinzufügen, falls wir neue haben für inoffizielle Pakete oder sowas. Gucken wir mal gerade bei installierter Software. Da haben wir den GNOME Mplayer gerade nicht drin. Versuchen wir unser Glück mal mit einem anderen Programm, wie zum Beispiel dem Audacious Multimedia Player. Lassen wir das mal im Hintergrund laufen. Es gibt hier auch das PCBSD Handbuch, auch sehr nett, direkt auf dem Desktop liegend. Da können wir das direkt aufrufen. Es wird direkt in diesem ePDF-Viewer aufgerufen. Und so sieht das Ganze aus. Schon Version 9 auch vorbereitet. Da kriegt ihr auch ganz viele Informationen. Leider ist das Ganze in Englisch gehalten, aber trotzdem kriegt ihr Informationen auch zu XFCE4. Zum Beispiel, wie ihr dann bestimmte Sachen machen könnt, was für Programme hier mit installiert sind und wie man das ganze System bedienen kann oder soll. Und das klappt also auch wunderbar. Es gibt Informationen auch zu exotischen Fenstermanagern wie Awesome, Fluxbox wird hier kurz erwähnt, ICVM, ScrotVM wird sogar kurz gezeigt. Das ist ja etwas, was ich zum Beispiel gar nicht kenne. Also ein sehr, sehr ausführliches Handbuch, wie ich finde. Und das ist, glaube ich, auch einer der guten Vorteile von FreeBSD und PCBSD. Sieht, okay, das Updaten, das Installieren von Programmen, das funktioniert tatsächlich gerade gar nicht. Nun ja, ist ja noch eine Beta-Version, da kann man das noch verzeihen. Ansonsten wird ganz normal hier ein XFCE halt eben ausgeliefert, eine aktuelle Version. Schauen wir mal gerade, was für eine Versionsnummer Suna hat. 1.2.2 ist eine sehr aktuelle Version. Das müsste XFCE 4.8.1 sein, wenn ich mich nicht irre. Also eine sehr aktuelle Version. Es wird auch GNOME in einer aktuellen, allerdings der Zweier-Version, glaube ich, ausgeliefert. Und auch LXDE wird in einer aktuellen Version ausgeliefert. Ich versuche jetzt gleich hier nochmal mein Panel einzurichten, meine Leiste einzurichten. Und dann schauen wir gleich mal weiter, ob es noch etwas Neues und Interessantes hier gibt. Ich glaube allerdings, das war es im Grunde genommen. Das einzige Interessante wäre eventuell noch das hier, Florence Virtual Keyboard. Das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, ein virtuelles Keyboard einzurichten, was natürlich auch sehr viel Sinn macht für Touchscreen-Geräte. Und da soll auch einiges getan werden mit PCBSD 9. Hoffen wir, dass das Ganze dann auch funktioniert.
Und das war mal ein kleiner Blick auf die PCBSD9-Variante, die Beta 2 im Grunde genommen, die jetzt auch mehrere Desktops unterstützt, das Installieren von mehreren Fenstermanagern unterstützt und mit App Café ein App Center, ein Download Center für Programme bekommen hat und mit der PCB-Systemsteuerung auch die Möglichkeit hat, einen zentralen Punkt für alle Desktops anzusteuern, um eben den Desktop, um bestimmte Hardware zu konfigurieren. Sehr gut finde ich, dass mit ausgeliefert wird direkt die Unterstützung, dass man spezielle Treiber wie den NVIDIA-Treiber oder den HP-Lib-Treiber mit installieren kann. Man kann auch auswählen, bevor man das ganze System installiert, was für einen Desktop man installiert haben möchte, ob man die Ports Collection von FreeBSD mit haben möchte, die dann noch viel mehr größere Menge an Programmen bietet. Und man hat die Möglichkeit, auch hier ein komplettes, vollständiges FreeBSD zu installieren und das zum Beispiel für den Server zu benutzen. Es gibt viele, viele Einstellungstools, die das Leben so ein wenig erleichtern, die auch gerade für Umsteiger von Linux oder Windows das ganze System ein bisschen was leichter machen wollen. PCBSD 9, auf jeden Fall, wenn die fertige Version rauskommt, würde ich euch empfehlen, da mal einen Blick drauf zu werfen. Das könnte hochinteressant sein, falls ihr nicht auf dem Linux Truck aufspringen wollt, sondern doch lieber mal euch um Alternativen kümmern wollt, dann ist PCBSD 9 mit Sicherheit die richtige Anlaufstelle, wenn es um BSD-Systeme geht.